Das Blut von einem Glioblastom-Patienten, das ist jetzt ungefähr 1,5 Stunden alt. Das, was man so fantastisch sieht, ist, wie die neutrophilen Granulozyten mit umkratschen. In seinem Mund haben wir gefunden 4 Goldplomben und 8 Quecksilberplomben mit einer Spannung von über 200 mV. Und er macht jetzt seit ein paar Wochen Banerjee. Und es geht ihm eigentlich super gut.